Aristoteles wurde 384 vor Christi in Stagira geboren. Er war Schüler Platons und im christlichen Europa sowie der islamischen Welt bis in die Neuzeit die oberste philosophische Autorität. Er war ein Verfechter des Ausgleichs und Mittelwegs, der Platons dialektische Denkweise mit seinem eigenen Hang zur Naturbeobachtung vereinte. Während Platon die Welt noch in eine sinnliche und eine davon streng abgetrennte Ideenwelt unterteilte, existieren bei Aristoteles die Allgemeinbegriffe nicht separat, sondern in den empirischen Einzeldingen. Das Wesen der Dinge liegt in ihnen selbst. Die Ideen als Universalien sind nur geistige Abstraktion, aber notwendig für die menschliche Erkenntnisfähigkeit. Alles, was existiert, strebt nach der Verwirklichung und Entfaltung all seiner Möglichkeiten. Die Natur ist der Drang zur Selbstverwirklichung und Selbstvervollkommnung, ein Drang, der die ganze Welt durchwirkt. Die Teleologie, das heißt die Erklärung der Dinge aus ihren Zwecken, ist der Grundgedanke im Weltbild des Aristoteles. Die Lehre von Möglichkeit und Wirklichkeit wird in unserem Modell am Pflanzenbeispiel dargestellt. Der pflanzliche Stoff enthält in sich als Möglichkeit den Samen. Dieser wiederum hat in sich als Möglichkeit die Pflanze selbst. In der Entfaltung des ganzen Wesens, die Aristoteles als Entelechie bezeichnet, nimmt der Samen eine Mittelstellung ein. Hinsichtlich des Pflanzenstoffes ist er Form der Verwirklichung, hinsichtlich der Pflanze selbst nur stoffliche Möglichkeit. Dieses Streben muss einmal eine erste auslösende Ursache besessen haben, also ein Beweger, der nicht bewegt wird und sich selbst nicht bewegt. Auch der Mensch strebt nach der Verwirklichung dessen, was in seinem Wesen angelegt wurde. Das oberste Gut ist der gesunde Gesamtzustand, der durch tugendgemäße Tätigkeit zu erreichen ist. Dazu bedarf es nicht nur des Wissens und der Vernunft. Auch Übung ist notwendig, um zwischen den Extremen die richtige Mitte zu finden. So liegt zum Beispiel zwischen Furcht und Tollkühnheit die Tapferkeit und zwischen Geiz und Verschwendung die Großzügigkeit. Der Mensch muss in Wahrheit erst zum Menschen werden. Unser Modell zeigt in der Mitte eine leicht erhöht stehende Säule, die nach Aristoteles Lehre ihre Existenz genau vier Ursachen verdankt. Der Stoffursache, abgebildet durch einen Holzblock als Baumaterial, der Wirkursache, hier in Form von Hammer und Meißel als Werkzeuge des Baumeisters zu sehen, der Formursache in den Gedanken des Künstlers, sie wird von vorn als Drahtgestalt dargestellt, und schließlich der Zweckursache. In unserem Fall wird diese durch das von der Säule zu tragende Dach dargestellt. Der Stoff ist passiv, bestimmt die zufälligen Eigenschaften und Unvollkommenheiten einer Sache und verwirklicht sich in der Form, die das aktive Element darstellt. Die reinste Form ist der unbewegte erste Beweger, die Gottheit. Ebenso zeigt unser Modell verschiedene Möglichkeiten für einen Syllogismus. Ein Syllogismus ist ein logischer Schluss von zwei als wahr geltenden Aussagen auf eine dritte. Die beiden Prämissen müssen aus insgesamt drei begrifflichen Komponenten bestehen. Der Begriff, den beide Sätze gemeinsam beinhalten, heißt Mittelbegriff. Mithilfe von Mengendiagrammen auf drehbaren Scheiben sind die 24 gültigen Syllogismen an unserem Modell nachgestellt. Dabei stehen die sich überschneidenden Kreise für Begriffe wie zum Beispiel Schwalbe, Vogel, atmendes Wesen. Dunkel gefärbt sind die Teilflächen, die keine Elemente haben. Da es zum Beispiel keine Schwalben gibt, die nicht zugleich Vögel sind, ist der linke Teil des Schwalbenkreises, der nicht auf dem Gebiet des Vogelkreises liegt, dunkel. Und das entspricht der Aussage, alle Schwalben sind Vögel. Nun steht der Mittelbegriff in unserem Beispiel Vögel, aber auch in einem zweiten gegebenen Satz, nämlich alle Vögel sind atmende Wesen. Der gemeinsame Mittelbegriff ermöglicht nur die Zusammenführung der drei Sätze zum Schluss. Alle Schwalben sind atmende Wesen.
Die Vielfalt der möglichen Mengenbeziehung, die als Ausgangsprämisse dienen können, zeigt das räumliche Mengenmodell. Aus der Menge der Menschen und der Menge der Pferde und deren Schnittmenge ergeben sich 27 Möglichkeiten von Existenzaussagen. Die Schnittmenge bilden hierbei natürlich die legendären Zentauren aus der griechischen Mythologie. Diese sind, auch wenn es sie in der Realität nicht gibt, zumindest logisch erfassbar. Aristoteles wuchs am Königshof auf, da sein Vater Nikomachos Leibarzt und Ratgeber König Philipps von Mazedonien war. Daher erklärt es sich, dass kein Geringerer als Alexander der Große, Philipps Sohn, einen guten Teil seiner Erziehung durch Aristoteles erhielt. Auch später blieben sie in freundschaftlicher Beziehung verbunden. Alexander der Große stellte seinem ehemaligen Hauslehrer 800 Talente für seine Forschung zur Verfügung und brachte ihm von seinen Eroberungsfeldzügen seltene ausländische Tiere mit. Nachdem Aristoteles 20 Jahre lang Schüler in Platons Akademie war, gründete er schließlich seine eigene, die sogenannte peripatetische Schule. Die meisten seiner Schriften sind Vorlesungsskripte für seine Lehrtätigkeit. Wie so mancher Philosoph wurde auch er wegen Religionsfrevel angeklagt, entzog sich dem Urteil aber durch Flucht nach Chalkis in das von seiner Mutter vererbte Anwesen, wo er bald darauf starb.